Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Das letzte Mal haben wir mit Leonardo eine sehr interessante und spannende Kutschenfahrt erlebt und sind Gott sei Dank heil angekommen. Am besten ist es nun, dass wir einen Aussichtsturm finden, denn wenn ihr seht, ist die Karte ziemlich leer. Von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn wir mal eine bessere Aussicht haben würden. Deswegen lassen wir Ezio mal schnell klettern, der das anscheinend nicht will. Das ist noch nicht immer so ein großer Sprung gewesen, aber wenn du so zimperlich sein willst, möchte ich mich ja auch nicht unbedingt beschweren, ne? Dann gehen wir mal. Wir sind auf jeden Fall in der Stadt Fordi angekommen und das wird noch ein bisschen interessant für uns, denn wir sehen schon, das sieht ein bisschen arg und karg hier aus, nicht unbedingt so farbig, aber wir werden ja noch bemerken, wen wir alles sehen. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, dass Leonardo nicht unbedingt auf uns im Ziel gewartet hat, aber es kann ja auch sein, dass er dachte, dass wir es nicht überlebt haben, ne? Vielen Dank für das Vertrauen auf jeden Fall. So, bevor ich zur Stadt gehe, möchte ich noch einmal diese Schatztruhe hier mitnehmen. Nein, Ezio, das ist nicht die Schatztruhe. Das ist die Schatztruhe. Er wird noch jemanden verletzen. Was? Nein, ich will nur 269 Florin mitnehmen. 69 oder 96. Eins von beiden. Irgendetwas wird es schon sein. In Ordnung, das hier ist eine schnelle Reisestation. Die habe ich erst ziemlich spät entdeckt. War nicht so schlau von mir, denn damit hätte ich ziemlich viel abkürzen können. Aber ist auch gut. Man kann ja auch Fehler begehen und hier ist eine Codex-Seite, die nehme ich lieber mit. Ich wollte gerade sagen, dass wir das überspringen, weil ich dachte, das wäre gerade eine Mission gewesen, aber es ist eine Codex-Seite und ich bin nicht wirklich manövrierfähig. Also ich kann nicht so gut die Sache anklicken. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß, dass hier hinten Pferd ist. Das nehmen wir natürlich schleunigst mit. Ich glaube, der Weg ist noch nicht mal so weit. Ist egal. Manchmal ist Faulheit auch gar nicht so schlecht. Deswegen gehen wir mal einfach entlang. Hallo? Okay. Vergiss die Faulheit. Es tut mir leid, netter Herr. Das Pferd wollte nur nicht die Brücke entlang laufen. Und, Entschuldigung. Ich würde gerne... Hallo, Leute. Dankeschön. Menschenskinners. Und dann ist es natürlich nicht so schlecht, wenn wir gerade in Fordi angekommen sind, auch zu wissen, was Fordi denn eigentlich auch für eine Stadt ist. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich weiß es nicht, aber das gilt für alles, was ich hier sage. Schon im Jahre 798.000 vor Christus von altsteinzeitlichen Höhlenmenschen besiedelt, die sich für den Feuerstein in der Gegend interessierten, ist Fordi seitdem immer ein industrielles Zentrum geblieben. Der Name kommt von den Römern Forum Livi, welche die Stadt 188 vor Christus an der Via Aemilia bauten. Diese ist eine der vielen Straßen, die gebaut wurden, nachdem die Gallier in der Region befriedet wurden. Nach der römischen Herrschaft fiel Fordi zunächst an den Lombardei, danach in die Hände der Kirche. Im Jahre 889 wurde Fordi zu einer unabhängigen Republik, was den Vatikan extrem erzürnte und zu einem 400-jährigen Konflikt führte. Zusätzlich zu den ständigen Manipulationen Roms musste sich Fordi einen konstanten Strom von Goten, Byzantinern und Franken erwehren. Dazu kamen die jährlichen Überschwemmungen, die aber 1050 durch eine Umleitung der nahen Flüsse unter Kontrolle gebracht wurden. Wie die meisten unabhängigen Republiken wurde auch Fordi Ende des 13. Jahrhunderts zu einer Diktatur und wurde dann an die Ordelaffi-Familie übergeben, die trotz des Löwen mit herausgestreckter Zunge in ihren Wappen weder süß noch nett waren. Als die Ordelaffi 1480 untereinander um die Nachfolge kämpften, mischte sich der Papst ein und gab die Stadt seinem Neffen Girolamo Riario. Aber es lief nicht so, wie der Papst sich das vorgestellt hatte. Als Girolamo starb, ging die Stadt an seine Frau, die Amazone von Fordi, Caterina Sforza, die mit allen Mitteln dafür kämpfte, dass der Vatikan nicht wieder die Kontrolle übernahm. Schließlich wurde aber auch Caterina besiegt und Fordi wurde wieder von der Kirche kontrolliert. Eine sehr lange Geschichte für eine sehr alte Stadt. Aber warum nicht? So, ja, du bist super nett, aber ich habe jetzt gleich was Schlimmes vor und da wäre es ungünstig, wenn du mir hinterherlaufen würdest, weil ich die Codex-Seite haben möchte.
Nein. So, ich wollte eigentlich die Doppelklinge verwenden, aber dann machen wir es halt mit Schmackes ganz einfach und besiegen die mal einfach ganz schnell. Dann ist das schon nicht so schlimm. Kommt her. Genau so, das wollte ich sehen. So, in Ordnung. Und jetzt bist du dran. Komm her. Nochmal. Los. Nein. Nein, nicht kämpfen. Ezio, nicht kämpfen. Wir müssen warten. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Wieso hast du eigentlich die versteckte Klinge offen? Ich habe doch die Faust anvisiert. Ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und wir kriegen die Codex-Seite aus diesem Raum heraus. Ich weiß, ich hätte es auch unbemerkter machen können, indem ich Geld geschmissen hätte. Aber dann hätte ich mich so beeilen müssen. Also beeilen in dem Sinne, dass wenn ich jetzt reinlaufe, also Geld schmeiße, die Wachen sind abgelenkt und ich laufe dann rein, hole mir die Codex-Seite und in dieser Zeit sind die Leute dann wieder beruhigt, dass die Wachen dann wieder vor der Tür stehen und dann bin ich eh eingekesselt. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, wenn wir das dann automatisch, nett gesagt, beseitigen. Unser Problem. Wo ist denn hier zum... Hier, da. Das habe ich gesucht. Damit unser Wanted-Zeichen hier wegkommt. Und wir finden dann auch noch zufällig eine Kiste. Ja, das ist wunderbar manchmal. Ich frage mich, wieso man so viel Glück haben kann. Gut, und dann nehmen wir auch gleich den nächsten Aussichtsturm mit. Das war nämlich mein Ziel. Wir müssen die Stadt ja noch ein bisschen erkunden. Und wir werden die Stadt auch wiedersehen. Also ist es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt schon ein bisschen Vorarbeit leisten und schon mal die Aussicht freiarbeiten. Und die Türme sind ja auch Gott sei Dank nicht mehr so hoch wie im ersten Teil. Auch wenn ich sehr gemocht habe, dadurch, dass die Aussicht dann sehr schön war, müssen wir halt nicht mehr so lange klettern. Und das ist auch ein sehr schöner Vorteil, um ehrlich zu sein. In Ordnung. Dann lasset mich doch sehen, wohin wir müssen. Also, hier ist ein Assassinengrab, das wir auf jeden Fall haben. Hier ist noch eine Codex-Seite, das können wir aber später machen. Ein Kurierauftrag und darunter ist ein Auftragsattentat. Aber, ach, der Erinnerungsanfang ist da ganz unten. Okay. Wir machen das Assassinengrab, definitiv. Ja, ja, ja. Wir haben noch Zeit und das Assassinengrab spricht mich gerade an, wenn es eh hier in der Nähe ist. Ich weiß ja nicht, wenn auf einmal hier so ein Shortcut existiert nach einem Erinnerungsanfang und wir dann hier nicht mehr herkommen. Der Typ mit der Kiste hat mich gerade so sehr erschreckt, weil er gerade einfach in mich hineingespawnt ist. Nach einem Erinnerungsanfang. Das hätte nicht sein dürfen, aber ist in Ordnung. Rocca di Ravaldino. Diese Festung wurde 1471 von dem Architekten Giorgio Marchesi Fiorentino mit quadratischem Grundriss und imposanten Ecktürmen erbaut. Sie entstand im Auftrag von Pino III., dem Lehnsherren von Fordi, und wurde von Girolamo Riario, dem neuen Herrn, um eine Zitadelle erweitert. Die Zitadelle wurde später zur Zufluchtsstätte für Katharina Sforza, wo sie sich im Jahre 1500 vor einem Angriff von Cesare Borgia, dem blutrünstigen Sohn Rodrigo Borgias, verbarg. Später diente es als Gefängnis. Klingt nicht wirklich nach einem gemütlichen Ort, an dem man gerne seine Zeit verbringen möchte, oder? Da stimme ich schon zu. Und dennoch gehen wir da hinein, weil es so scheint, dass das Assassinengrab sich hier befindet. Ich darf doch hier rein, oder? Ja gut, die Wachen stehen hier davor, aber... Ihr habt bestimmt nichts dagegen, wenn ich rüberkletter. Das ist ja nicht schlimm. Assassinengrab. Oh, ich hab so eine schlechte Vorahnung, dass ich weiß, wo das Assassinengrab ist. Kann es sein, dass das hier war? Ja. Yeah. Ich. Oder? Warte, leuchtet es da oder nicht? Ich glaube, hier ist der Ausgang vielleicht. Also doch da. Menschenskinners. Ich hätte meinem Instinkt vorher trauen müssen. Gut. Weil ich hatte das noch irgendwie in Erinnerung, dass das so ein bisschen am Wasser gelegen war. Aua. Ich weiß nicht, ob man noch eleganter da reinkommen konnte. Aber wir haben es geschafft. Also erste Hürde schon mal bestanden. Wir haben das Assassinengrab gefunden. Hallo? Achso, ich hätte näher rangehen müssen. Ja, wäre schlau gewesen. Hm.
Das Geheimnis von Ravaldino. Rocadis Ravaldino infiltrieren und das darin versteckte Assassinensiegel finden. Also das, was wir sonst auch immer gemacht haben. Die schönen Bekanntheitsgrad, den wir gerade eben abgebaut haben, haben wir somit verloren. Ich wollte gar nicht das Adlerauge anmachen, ich habe meinen Finger verlegt, wie ihr es auch immer haben wollt, zum Torhaus gelangen. Ja, ich weiß zwar nicht, wo der ist, aber ich improvisiere mal. Ich steige einfach auf das rauf, wohin ich gehen kann, um auf eine hängende Position rückwärts zu springen, festhalten und... Ah ja, das hättet ihr mir vielleicht mal in einer anderen Sequenz zeigen müssen. Da, wo ich ein bisschen länger gehakelt habe. Okay, dann beeilen wir uns mal, bevor wir hier so lange hier rumdaddeln. Ich dachte, ich hätte ganz kurz einen Fehler gemacht. Ich glaube, es wird niemals, egal wie oft ich das auch spiele, ein Assassinengrab geben oder irgendein Jump'n'Run in diesem Spiel, wo ich keinen Herzinfarkt bekomme. Irgendwo wird das mal passieren. Und irgendwann ist das auch immer so. Und das sind meistens zeitabhängige Sachen, die mir nicht gefallen. Sagte ich doch, das Ding hätte uns beinahe zerquetscht. Aber wir haben es ja geschafft. Und da bin ich auch froh drüber. Sollten wir hier lang? Es sieht, um ehrlich zu sein, nicht so einladend aus. Doch wartet. Ich sehe da was. Irgendwas hier hoch oben. Nee, das hätte uns auch nichts gebracht. Und schwimmen gehen will ich auch nicht. Ich glaube, wir sind... Doch, wir sind richtig abgebogen. Ups. Das ist doch richtig. Festhalten, um unter Wasser zu schwimmen. Festhalten, um unter Wasser schwimmen. Ah, ja, ja. Okay. Okay. Vielleicht hätte ich nicht die Maus drücken sollen dabei. Ich lerne ja auch immer dazu, ne? Die Steuerung ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann kriege ich es auch hin. Und das ist schon ein Wunder. Einmal zur Seite springen, dann hier rüber, dann noch einmal. Ja, ja. Seht ihr? So schnell kann man das lernen. Ein schneller Lerner sind wir. Und dann klettern wir einfach mal schnell hoch. Wie lang ist denn der Turm, Leute? Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ich sehe schon das Ende. Also nicht das Ende für das Grab unbedingt, aber ein besseres Ende. Oh. Nie sind wir alleine. Immer muss es irgendjemanden geben, der bei uns ist. Oh. Oh. Der wollte mal schwimmen gehen, ja? Wir haben ihm gerade einen Gefallen getan. Also, jetzt bitte nichts Schlechtes von uns denken. Wir waren wirklich nur nett. Oh, okay, das war unelegant. Kommt mal her. Okay. Oh, wir schweben gerade in der Luft, Ezio. Ja, das habe ich mir gerade eben gedacht. Die Perspektive ist sehr angenehm gewesen, definitiv. Und, gute Nacht. Ja, das war doch ein Klacks, würde ich sagen. Da war nichts los. Gut, wir hätten jetzt... Er hat uns gezeigt, wohin wir hingehen sollten. Und ihr wisst ganz sicher, dass ich mir das nicht gemerkt habe, weil ich mir sowas nie merke. Weil ich ein kleiner, vergesslicher Mensch bin, der nicht auf Hinweise hört. Ich bin einfach nur... Schlecht! Oh Gott, wollte ich nicht. Gut, ja, wir sind hier. Freut mich auf jeden Fall, dass wir so weit gekommen sind. Und, wo lang müssen wir denn? Da oben sieht es eigentlich ganz gut aus, da durchzukommen, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir da entlang gehen sollen. Wie wir uns da hinhangeln sollen. Ach, einfach mal ausprobieren, oder? Das ist vollkommen falsch. Kannst du nicht den Turm, das Tor hochklettern? Kann er natürlich nicht. Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh, oh. Ich verliere ihn. Ja, ja, komm her. Wo ist der? Da. Nein, nein, ich wollte es geheim machen. Verdammter Mist. Ich wollte es ganz cool hinbekommen. Habe ich jetzt nicht geschafft.
egal. Manchmal kann man es halt nicht gut hinbekommen. Da muss man das halt mal auch so machen. Ist ja nicht schlimm. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das sah ein bisschen komisch aus, ich weiß. Egal, wir haben es geschafft. Wir sind alleine. Leute, für diese Ruhe haben wir lange gebraucht. Und ich kann jetzt offiziell dazu sagen, dass wir es geschafft haben. Und, okay. Schaffst du das? Wow. Ich bin erstaunt von dir, Ezio. Okay, da drüber. Dann nochmal einen Hebel betätigen. Dann da drüber. Alles verstanden. Das kriegen wir natürlich hin. Wir betätigen also den Hebel. Es öffnet sich das Tor dadurch. Wir müssen uns beeilen, springen hier rüber. Und dann müssen wir diesen Hebel betätigen. Und dann öffnet sich das nächste Tor auf der anderen Seite, wo wir entlang müssen. Und dann sind wir da. Ja, also, ich würde mal sagen, das haben wir zeitlich verdammt gut gemeistert. Und jetzt müssen wir... Wir können doch auf die Schilder drauf. Das heißt, wir haben eine sehr gute Sprungvorlage und können uns jetzt einfach zum Tor hangeln. Ist das herrlich. Das gefällt mir doch. So muss das sein. Und so können wir jetzt weiter. Natürlich sind wir nicht allein. Da sind ja noch mehr. Ach, hi. Oh, noch ein Gepanzerter. Freut mich. Oh. Habt ihr euch den Weg gemerkt? Wenn nicht, super. Ich habe mir ihn nämlich nicht gemerkt. Hey Leute, ihr wisst doch, dass ich mir sowas nie merke. Wir improvisieren einfach. So wie wir jetzt gerade improvisiert haben, dass wir diesen netten Kerl in die Arme springen. Und dass wir dann halt runterlaufen. Und dann da entlang laufen. Und dann nach rechts. Und dann den hier halt nochmal in die Arme springen. Oh. Dann halt ihn nochmal in die Arme springen. Ach Leute, wir verteilen unsere Liebe gerade an so viele Menschen. Ja, er war doch eben noch hier. Ja, ich bin auch noch hier. Ah, Leute, selbst den Gepanzerten haben wir richtig gezeigt, dass, wie viel Liebe wir für ihn übrig haben. Ne? So, und jetzt müssen wir ja nur noch einen Jump'n'Run machen. Also, das sieht gut aus. Wir machen einfach mal, ne? Und jetzt hier, da. Das ist doch alles schön vorgelegt. Und Leute, ich glaube, das ist das erste Assassinengrab, das wir ziemlich schnell und ziemlich gut, wenn ich mich jetzt da hier nicht übertöde, gemeistert haben. Wenn jetzt hier gleich das Grab zu finden ist. Okay, nein, hier ist noch nicht das Grab, hier ist wieder eine Zeitvorlage. Oh, das wollte ich nicht. Hallo? Nein, los. Hebel ziehen. Wahrscheinlich der letzte Hebel zu dem, was wir eigentlich sehen wollen. Oh nein, ich kann mich daran erinnern. Das ist nicht gut. Ja. Ja, da hat man einen Zeitdruck. Definitiv. Aua. Also, wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir kommen hier rauf, dann müssen wir da hochspringen. Dann müssen wir dahin. Also, die Zeit reicht aus. Aber Chi-Chi muss erstmal den Weg finden. Das ist das Problem. Also, wir beeilen uns. Zeitdruck ist nicht meins und das hatte ich schon mal angekündigt. Aber wir versuchen unser Bestes, auch hier schnellstmöglich ans Ziel zu kommen. Zack. So, jetzt gehen wir hier hoch, steigen schnell hier rauf und komm schon. Ja! Oh, schließ dich vor meinen Augen, dass ich sehe, dass ich es geschafft habe. Ah. Ich bin erleichtert und froh zugleich. Wir haben's. Wir haben's. Hallöchen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie du heißt, aber wir werden es wahrscheinlich gleich sehen, wie der Name ist. Es tut mir so leid, dass ich mir die Namen nicht gemerkt habe. So, wir plündern mal so ein bisschen, ne? Du verhilfst mir jetzt zu Reichtum, Macht und Ruhm. Und einem neuen Siegel. Das wollte ich nicht. Das, war eine Art Leichenschändung, die ich nicht zu schätzen weiß. Es tut mir leid.
durch die Geheimtür entkommen. Das machen wir. Das Siegel von Kulangal. Das war Kulangal, Leute. Und wir haben 1500 Florin bekommen. Das Geheimnis von Ravaldino synchronisiert. Ich finde es super, dass wir nicht da angekommen sind, wo wir auch gerade reingekommen sind. Weil das wäre sehr, sehr suboptimal gewesen, würde ich mal sagen. Ich wüsste nämlich nicht, wie man wieder hochkommt, außer man schwimmt jetzt zum anderen Ende. Und, Entschuldigung, das, ja, du musst keine Angst vor mir haben, liebe Dame. Ich war nur sehr entzückt von diesem netten Boot. Aber wir werden das nächste Mal erst die nächsten Erinnerungsanfang starten. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuseht. Und ich verabschiede mich dann. Auf Wiedersehen.